Hallöchen, hallo, da sind wir wieder. Frisch, fromm, fröhlich, frei bei schönstem Wetter hier im Taunus in unserem kleinen, schnuckeligen Newcomer-TV-Studio. Der Jochen an der Kamera und der Seppel am Mikrofon. Ich möchte euch berichten von der dritten Newcomer-TV-Nacht, die unlängst in der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel stattgefunden hat. Natürlich als Online-Konzert. Leider sind wir noch weit davon entfernt, wieder Publikum reinzulassen. Aber online geht auch, deckt zwar den Bedarf an physischen Kontakt nicht ab, aber man kriegt zumindest mit, was die Musikerinnen und Bands aus der regionalen Szene so alles machen. Und wir hatten natürlich bei der dritten Newcomer-TV-Nacht 4 wunderbare Acts, eher so nach dem Wonnemonat Mai ausgesucht, das heißt Barden, die es verstehen, kunstvoll Liebeslyrik und Szenen aus dem Alltag zu vertonen, sie in schönen Lieder zu packen, davon gleich 4 Stück. 2 habe ich euch in der letzten Sendung schon vorgestellt und jetzt kommen die nächsten 2 und ich möchte euch einen Sänger vorstellen, den guten Marco Pleil, der schon seit 96 unterwegs ist, erst in zahllosen Bands gespielt hat, unter anderem zum Beispiel bei Cloudberry, erinnert sich vielleicht der ein oder andere von euch noch dran, und seit 2011 sozusagen mit Akustikgitarre und Stimme alleine unterwegs ist und die Straßen Deutschlands sozusagen zu Fuß fast abgegangen ist und hat wirklich unglaublich viele Konzerte gespielt und ist mit seinem aktuellen Album unterwegs, Die Spur des Kalenders. Auch autobiografische Züge, sehr persönlich die Szenen zwischen Menschen im Alltag beleuchtet. Deswegen freut euch jetzt mit mir zusammen auf ein tolles Konzert von Pleil. Die Zeit rennt und wir stolpern über Schuld und Verlust. Empathie, das war gestern, kein Herz schlägt ohne Brust. Liebe Grüße, wir sind reich an Erfahrung und doch klein. Überreiz, Hacker, die Beziehung, ein Ratschlag meinerseits. Liebe Grüße, und plötzlich hört es auf. Widerhall verstummt. Lebe gut, aber bleib gesund. Liebe Grüße, so sind wir. Das ist Leben, so sind wir, das ist Leben. Ich möchte heute hier im Gespräch bei mir den Marco begrüßen. Hi. Hallo Seppel. Wie geht's dir? Gut soweit. Und jetzt so in dieser Zeit, wo, ich meine, du bist ein super umtriebiger Musiker, machst eigentlich so, was ich so recherchiert habe, seit 96 in diversen Bands, aber seit 2011 solo gehst du durch die Gegend, produzierst Platten, viele Auftritte und so. Und da ist natürlich die Corona-Zeit eigentlich für dich der totale Horror. Also bist du total runtergefahren oder warst du erstaunlich aktiv? Also mittlerweile, hört man mich? Ja. Okay, mittlerweile bin ich ehrlich gesagt ziemlich ausgelaugt. So am Anfang, die ersten paar Wochen fand ich es ein bisschen spannend. So, weil dann tatsächlich dann wirklich so alle auf einem Stand waren, die ganze Welt runtergefahren, alle auf einem Level. Und so eine Zeit lang fand ich auch das ganz angenehm mal so ein bisschen
einfach den Motor ein bisschen zu drosseln, so, aber dann wurde es auch alles ein bisschen schlimm, so, was aber auch so mit dem ganzen Umfeld zu tun hat, wie die Menschen so miteinander umgehen in dieser Zeit, was so politisch passiert, was in den sozialen Medien stattfindet und sowas, und das ist halt alles sehr auslaugend, aber so was Songwriting und so angeht, hat mich das überhaupt nicht ausgebremst. Ich habe die zweite Platte fertig geschrieben und die werde ich jetzt im Herbst aufnehmen. Die Spur des Kalenders. Das war das erste Album. Das ist das erste. Das kam letztes Jahr pünktlich zu Corona im April. Inwieweit, weil du schreibst ja auch, würde ich jetzt sagen, mehr oder weniger autobiografisch oft? Eigentlich gar nicht. Nicht? Oder sehr selten. Also ich bin eher so der Typ, der mit der Gitarre auf dem Bett sitzt, es läuft irgendein schräger Film von David Lynch, Cronenberg oder irgendwem. Extrem schräg. Ja, und klimpern da rum und aus dem Nichts kommen dann irgendwelche Sätze oder Phrasen, die mich total triggern und auf die ich dann irgendwas aufbaue. Du schreibst in deutscher Sprache. Sind es immer zu Ende erzählte Geschichten pro Song oder Fragmente, Puzzle von irgendetwas? Fragmente würde ich nicht nehmen, aber ich mag es auch nicht so, wenn mir in einem Song alles erklärt wird. Ich mag, wenn ich mir mein eigenes Bild machen darf oder eine eigene Aussage aus einem Song oder aus einem Refrain ziehen kann. Ich bin nicht so der Typ, der irgendwie dann so, hier ist der Song, ich sag damit dies oder jenes und da ist wenig mir Fantasie dann überlassen und ich bin so eher der fantasievolle Typ. Von daher. Ich rauche ungern auf Lunge. Eigentlich rauche ich nicht. Es war einmal dieser Junge mit Zauber im Gesicht. Es ist schön, dich zu sehen. Da, wo wir heute stehen, steht ein Haus. Sind vom gleichen Kaliber, zumindest dachte ich das. Unermüdliche Krieger, nicht nur auf dem Platz. Es ist schön, dich zu sehen, da wo wir heute stehen. Steht ein Haus, einer von uns beiden kann sich nicht entscheiden. Es ist schön, dich zu sehen, da wo wir heute stehen, steht ein Haus. Lass die Bombe platzen, endlich erwachsen. Einer von uns beiden kann sich nicht entscheiden. Wie beim ersten Mal durch die Hintertür. Alte Postleitzahl. Willkommen im Leben, Livestream Menschen so. Das Schlagen, das Treten bis zum K.O. Fühl dich wie zu Haus, fremd nur wenn du schläfst. Instagram bleibt aus, bis du wieder gehst. Willkommen im Leben, Livestream Menschen so. Das Schlagen, das Treten bis zum K.O. Ein bisschen Abstand
Tattoo und Skull. Ein bisschen Abstand. Tattoo und Skull. Willkommen im Leben. Livestream Menschen so, oh, oh. Das Schlagen, das Treten bis zum K.O. im Menschen so. Das war der gute Marco Pleil mit seinem fantastischen Konzert. Er und die Stromgitarre im Mittelpunkt seiner Songs. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Act. Und zwar die wunderbaren Jungs von Tongärtner, die seit 2006 Indie-Rock-mäßig mit deutschen Texten in der Region unterwegs sind. Akustische Musik machen die beiden Brüder Christian und Thomas Löw und der wunderbare Dennis am Bass, der das Ganze dann ergänzt. Es war ein tolles Konzert an diesem Abend und ich habe auch mit den Jungs ein bisschen gesprochen über ihre Inhalte, über das, was sie versuchen, weil irgendwie dieses Konzept, was sie haben, ist schon so ein bisschen Richtung andere Lebensform, so ein bisschen hippiesk das Ganze. Ich habe sie auch gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, in einer Kommune zusammenzuleben auf dem Land und dann sozusagen mit ihrer Musik unterwegs zu sein, während die Kinder Landwirtschaft, drei Familienhaus, also Generationenhaus und so, das alles auf sie wartet, wenn sie wieder von der Tour zurückkommen. Was sie darauf geantwortet haben, seht ihr jetzt. Deswegen einen Riesenapplaus, hoffentlich von euch, von mir auf jeden Fall, für Tongärtner. Es gibt keinen Job auf einem toten Planeten. Es gibt keinen Job auf einem toten Planeten, sag ich dir, ein trister Ort. Nur Wüste und ein totes Meer. Alles, was du gerne magst, gibt's dann nicht mehr zu kaufen. Keine Fuppen mehr und kein Benzin und in der Bar gibt's nichts zu saufen. Es gibt keinen Job auf einem toten Planeten, glaube mir, denn dann sind wir fort, als hätt's uns nie gegeben. 1, 2, 3, 4! Wir sind auf dem besten Weg, uns selbst wegzuradieren. Denn als du ist das egal, dann werden wir es endlich kapieren. Immer weiter so, Geschäfte konsumieren. Wohin mit dem ganzen Müll, dann werden wir es endlich kapieren. Es gibt keinen Job auf einem toten Planeten, sag ich dir, ein trister Ort. Wie willst du das deinen Kindern erklären? Alles, was sie gerne mögen, gibt's dann nicht mehr zu kaufen. Kein iPhone und keine Eiscreme, ohne mehr kann man nicht tauchen. Es gibt keinen Job auf einem toten Planeten, glaube mir, das ist bewohnt, als hätt's uns nie gegeben. 1, 2, 3, 4! Wir sind auf dem besten Weg, uns selbst wegzuradieren. Der Natur ist das egal, man werden wir es endlich kapieren. Immer weiter so, Geschäfte konsumieren. Wohin mit dem ganzen Müll, man werden wir es endlich kapieren. Ort. Nur Wüste und ein
bestimmt dann nur noch dein kleinstes Problem. Wenn ich mir die Musik von euch anhöre, von Tongärtner, und auch so in die Texte reingebe, dann habe ich immer so ein bisschen auch das Gefühl, da ist auch sehr viel Gesellschaftskritik drin oder eine Sehnsucht nach einer anderen Lebensform. Mhm. Könntet ihr euch vorstellen, als so eine Art Öko-Band in einer Kommune zusammen zu leben und dann wirklich von Landwirtschaft und die Kinder sind zu Hause, alle in Mehrgenerationenhaus auf dem Land und ihr seid musikalisch unterwegs, kommt mit eurem bunt bemalten Tourbus ab und an nach Hause und lebt alle zusammen. Könntet ihr euch sowas vorstellen? Das wäre schon eine Utopie irgendwie. Also ich sag mal, so ein bisschen was davon ist wahr oder vielleicht nicht ganz in dieser Reihenform, aber das zusammen machen und Spaß haben, jammen, wir spielen halt tatsächlich auch wirklich in Gärten, sprich Gemeinschaftsgärten, ja, genau. Treten wir hier auf in Frankfurt. Beispielsweise neuer Frankfurter Garten oder der Gallusgarten oder der Skienheimer Kirchplatzgärtchen, wo wir auch immer einmal im Jahr spielen. Das heißt, wir haben auch wirklich einen Bezug zu Gärten. Ja, wir haben auch hier Akustik, Amps, mit denen man im Prinzip auch mal einfach so im Grün spielen kann. Akustik ist gut, Akku-Amps. Akku-Amps, danke. Akustik, genau. Akku-Amps, genau. Das alle war's. Mit Batteriebetrieb und so, also so unabhängig vom Stromnetz. Können auch einfach irgendwo spielen, das ist ganz toll. Seid ihr mit der Band, weil ihr habt ja sehr viel seit 2016 sehr viel live gespielt, weil das ist ja wirklich mir total aufgefallen. Das ist ja gleich viral gegangen und ihr wart überall auf kleinen Straßenfesten überall zu sehen. Eher im Frankfurter Raum, Rhein-Main-Raum oder bundesweit mittlerweile? Nee, bundesweit sind wir noch nicht. Also wir wirklich, man kann sagen, Rhein-Main-Raum haben wir gespielt. Wir haben einen Ausflug nach Wetzlar gemacht zum Beispiel. Wow, das war richtig roadig. Das war der Hammer. Ja, nach Darmstadt sind wir mal. Und so, also in diesem Umkreis spielen wir eigentlich so Rhein-Main-Gebiet, muss man sagen. Ja, das ist auch für uns völlig in Ordnung. Hey, gib mal was ab. Hey, gib mal was ab. Von deinem Platz, denn es gibt noch andere hier außer dir. Hey, gib mal was ab, hey, gib mal was ab von deinem Megakuchen, denn die Welt gehört nicht dir, nur dir allein. Große Tiere, kleine Tiere, alle wollen sie durch die Türe. Reines Paradies mit einem großen Swimmingpool und einem Butler, ich weiß, das wär cool. Doch die meisten müssen schaffen, können nicht viel zusammenraffen. Und es reicht nicht mal für eine Fahrt ins schöne Taunus-Wunderland. Hey, gib mal was ab, hey, gib mal was ab von deinem Platz, denn es gibt noch andere hier und denen geht's nicht so gut wie dir. Hey, gib mal was ab, hey, gib mal was ab von deinem Megakuchen, denn die Welt gehört nicht dir. Du kennst alle Tricks und die Welt kostet dich fast nichts. Du zahlst gern auf ein Konto in einem weit entfernten Palmenparadies. Tiere, kleine Tiere, alle stehen sie spalier. Wenn du dich zeigst in deinem Maybach-Turbo, fährst du gerne vor. Doch die meisten wissen dich, für niemanden interessierst du dich. Denn dir geht's nur noch um die Kohle und den allerneuesten Kurs. Hey, gib mal was ab, hey, gib mal was ab von deinem Platz, denn es gibt noch andere hier außer dir. Hey, gib mal was ab. Hey, gib mal was ab. Wie sieht's aus, Perspektive Sommergärten jetzt in Frankfurt? Gibt's schon ein paar Gigs, die anstehen, wo auch mit Publikum ist? Gibt's da irgendwie eine Öffnung? Habt ihr da das Gefühl, dass es auch bald wieder losgeht? Oder wie ist da eure Prognose? Also wir haben mit dem Frankfurter Garten, der Chair vom Frankfurter Garten, schon gesprochen. Wir würden gerne dort spielen, sobald es einfach geht. Das konnte man bis jetzt ja noch nicht so richtig sagen, wann. Könnte im Juni vielleicht noch klappen, wäre ganz toll, aber vielleicht wird es auch Juli. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir dort spielen. Musik.
Fenster auf, ich weiß nicht was. Stand stundenlang auf irgendwas. Für mich wie ein Goldfisch in einem Wasserglas. Kennst du das? Mein Kopf dreht sich so ohne Unterlass. Ist das alles hier oder gibt's noch was? Eine andere Welt hinter dem Wasserglas. Durch das Glas, durch die Zeit, Vergangenheit. Was ist dein und was ist mein? Das wirklich Sehen ist frei zu sein. Haut mich immer um, also wenn so ein Abend vorbei ist, ich meine, ich hätte es gerne, dass wir mal eine Woche lang jeden Abend Newcomer-TV-Nächte machen, wo immer tolle Bands auftreten, weil diese Atmosphäre, wenn wir so im Team dort zusammenarbeiten mit den Künstlern und dann vor allen Dingen uns auch auf die Musik jeweils konzentrieren und so, das ist etwas ganz Außergewöhnliches und das möchte ich auch um Gottes Willen nicht missen. Ich hätte euch gerne dabei wieder, also dass wir die Türen sozusagen wieder öffnen können für Live-Konzerte mit Live-Publikum. Jetzt in den nächsten Monaten wird es aber wahrscheinlich noch so weitergehen, wie ihr es jetzt auch seit 13, 14 Monaten kennt. Online-Konzerte, Newcomer TV online. Ich danke, dass ihr uns unterstützt und ich hoffe, ihr interessiert euch weiter für die regionale Musikszene und freue mich darauf, euch wiederzusehen. Denkt daran, vom 23. Juli bis zum 8. August findet in Frankfurt an der Weseler Werft wieder die Sommerwerft 2021 statt, mit unglaublich vielen Straßentheater, mit Straßenkultur, Straßenmusikern direkt an der Weseler Werft. Ein magischer Ort. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Das war der Jochen an der Kamera und der Seppel am Mikrofon von Newcomer TV und Virus Musikradio. Ciao, arrivederci.